Hey, was suchst du denn da? Reis steht auf sowas. Du fragst dich, woher ich das weiß. Der Mistkerl hat mich 3 Wochen lang in einen Käfig gesperrt. Ich habe viele gesehen. Manchmal wirkte es, als wollte er die beste Methode finden. War die Machete besser? Die Axt? Die Schrotflinte? Einem Typen hat er den Unterschenkel amputiert. Und Tahir musste stoppen, wie lang's dauert, bis er verblutet. Legitime Strategie. Tötet man einen Feind, hat man einen weniger. Aber verletzt man einen, dann ist der Verletzte außer Gefecht. Und mindestens 2 seiner Kameraden müssen sich um ihn kümmern. 3 zum Preis von 1. Sadismus hat wohl auch sein Gutes. Unter den richtigen Umständen. Mann, du bist ja ein echter Komiker. Wie geht's? Was gibt's dieses Mal zu tun? Weißt du, was eine Batterie ist? Holger, keine Fachbegriffe. Das schwere, rechteckige Ding im Motorraum eines Busses. Ich verstehe. Eine Batterie. Okay, wir brauchen Busbatterien. Seewasserfest. Mit mindestens 1300 CCA. CCA steht für Kaltstartstrom. Offensichtlich. Ziemlich große Dinger. Ja. Jeweils so 50 bis 55 Kilogramm. In etwa das Gewicht einiger großer Felsbrocken. Er ist Ami. Amis reagieren allergisch auf das metrische System. Wir brauchen 3 davon. Gefragt ist reine Kraft. Uns ist bekannt, dass primitive Lebensformen wie deine gern ihre Körperkraft zur Schau stellen. Ihr wollt dadurch Weibchen anlocken? Dumm und hässlich. Was bleibt ihm also übrig? Wie kann man so leben? Keine Ahnung. Du hast deine Anweisungen. Mach irgendwas draus. Ich will nur reden. Dann probier's mal mit Zuhören. Die erste Kugel wird dich verfehlen, die zweite nicht. Lass das, Edward. Du willst doch niemanden verschrecken, der uns vielleicht helfen möchte. Wir wissen doch rein gar nichts über den Kerl. Diskutier nicht. Lass ihn rein. Anscheinend will Errol mit dir reden. Ich werde keinen Ärger machen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Todesangst. Guter Beobachter. Kommen Sie rein. Kommen Sie. Ich bin Errol. Kyle Crane. Das sind meine Nichte Saliha und ihr Sohn Eren. Nehmen Sie es Edward nicht übel, seine Bedenken sind berechtigt. Extrem skrupellose Männer sind hinter uns her. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Naja, es hat die Kampagne auch viel Geld gekostet, die ganze Stadt mit meinem Gesicht zu plakatieren. Natürlich, Sie sind Errol Asani, Gouverneur der Provinz. Gouverneur von gar nichts. Aber Raiz ist der Ansicht, dass Politiker eine Bedrohung darstellen und deshalb will er mich tot sehen. Einmal hätten sie mich fast erwischt, so verlor ich mein Bein. Und sie haben nicht aufgegeben. Seine Schläger sind mir zur letzten Zuflucht in den Plattenbauten gefolgt. Edward war gerade dort. Er sagt, sie suchen die Umgebung ab. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie hier auftauchen. Klingt, als hätten sie ein Problem. Ich zahle gut, falls sie es beseitigen. Irgendwie höre ich das ziemlich oft. Glauben Sie mir, was ich Ihnen anbiete, finden Sie sonst nirgends, zu keinem Preis. Ich denke drüber nach.
handeln? Okay. Verschwinde, das hier geht dich nichts an. Das hat wehgetan. Willst du handeln?
Ihr, eure Batterien. Such nach Bissspuren. Gut gemacht. Das mit dem Zählen war okay? Was gibt's sonst noch zu tun für euer Projekt? Nicht dein Problem. Also bis dann. Thank you.
dich zu sehen. Sprich mit Kurt. Er erklärt dir alles. Drain, ich baue mit deinem Dynamit eine Antipersonenbombe. Sie wird die Infizierten in 1000 Stücke zerfetzen. Ich kombiniere das Dynamit mit Knallkörpern und Schrapnellen, brauche aber noch ein paar Dinge. Ein Gehäuse zum Beispiel. Eine LKW-Batterie wäre perfekt dafür. Auf der Überführung steht ein LKW. Er hängt zwar halb in der Luft, aber du bist ja sportlich, nicht wahr?